Bienvenue pour cette troisième rencontre du cycle numérique. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zunächst alles Gute zum neuen Jahr wünschen und Sie herzlich willkommen zur dritten Veranstaltung des Zyklus Digitale Welt, Herausforderungen und territorialer Wandel begrüßen, organisiert zusammen mit der Agentur Stadtplanung Mulhouse. In deren Rahmen haben wir bereits Bernhard Stiegler und Valérie Peugeot als Gastredner begrüßen können. Der heutige Abend ist unsere erste Begegnung in der frisch gegründeten Eurometropole Straßburg, die die Veranstaltungsreihe begleitet. Mit der Eurometropole haben wir eine neue Größenordnung erreicht. Damit können wir der Wirklichkeit einer Weltrechnung tragen, deren für die lokale Ebene in den letzten 20 Jahren so folgenreicher Wandel in seiner ganzen Tragweite für uns nicht vorhersehbar war. Die digitale Welt bricht in unsere Realität ein, in unsere Privatsphäre, unsere Familie, unser gesellschaftliches und Berufsleben. Sie beeinflusst unsere Wertvorstellungen und fördert die Globalisierung und Metropolisierung mit all ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Mobilität. Und sie hinterlässt Datenspuren unserem digitalen Fußabdruck. Derzeit ist die Lage allerdings noch unübersichtlich. Wir fördern verschiedene Ausprägungen der digitalen Kultur, ohne ihre Ursprünge und Auswirkungen so recht zu kennen. Wohin geht die Reise? Worum geht es? Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer? Wie stellen wir uns dieser unvermeidlichen Realität und wie können wir sie bewusst mitbestimmen? Im Zentrum dieses Strudels steht unsere Einstellung zum Wissen und zum Glauben. Individuelle und gemeinschaftliche Weichenstellungen sind erforderlich. Ich begrüße Dominique Boulier, Professor für Soziologie. Er arbeitet im Forschungslabor Media Lab an der Pariser Hochschule für politische Wissenschaften, Sciences Po. Durch die Erforschung der digitalen Spuren rückt Media Lab, wenn ich es richtig verstanden habe, die sozialwissenschaftliche Praxis in den Kontext der digitalen Welt. Für diese Forschungszwecke bilden unsere digitalen Fußabdrücke einen überaus ergiebigen Rohstoff, denn jede Transaktion in der digitalen Welt hinterlässt Spuren. Professor Boulier wird nachweisen, dass es nicht reicht, über Infrastrukturen zu verfügen, um als Territorium, als Gebiet sich in der digitalen Welt behaupten zu können. Er wird zeigen, dass unsere Gesellschaft keine Wissensgesellschaft mehr ist, sondern eine Meinungsgesellschaft, in der der Wert vor allem auf dem beruht, was sich vermarkten lässt. Um in der sich wandelnden Welt neue Territorien zu schaffen, müssen Bürger und Gebietskörperschaften angesichts des globalisierten Handels, der territoriellen Konkurrenz und der Oligarchie der Netzgiganten Google und Co. ihre Einstellung zur digitalen Welt und zu den dort hinterlassenen Spuren kritisch bestimmen. Die von uns hinterlassenen Spuren liefern denen, die sie erfassen, nicht nur Informationen, sondern sie sagen viel aus über unsere geistige Orientierung, über unsere ganze Persönlichkeit. Daher ist der Umgang mit diesen elektronischen Tools nicht nur reines Mittel zum Zweck des Konsums, sondern unsere Einstellung zu diesen Techniken ist eine hochpolitische Sache. Zwischen der Karikatur der von den Netzgiganten in Beschlag genommenen Stadt und der Karikatur der Wikicity, der lernenden Stadt, sind es jeweils dieselben Beteiligten. Doch die technische Konfiguration, die Wahl der Bürger und die politischen Modelle sind gegensätzlich. Die politischen Entscheidungen in Sachen digitale Spuren müssen wir besser begreifen. Es erlaubt uns die Positionierung in dieser zunehmend komplexen Welt. Und das Verständnis zu erleichtern, ist die schwere Aufgabe von Dominique Boulier. Merci pour cette invitation, merci Monsieur le Président pour votre accueil. Guten Abend allerseits. Vielen Dank, Herr Präsident, dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Sie haben eigentlich schon mir praktisch einiges aus dem Mund genommen, was ich ansprechen wollte. Also diese Thematik, dass sich die Städteplanungsagentur dieser Thematik annimmt, das finde ich schon hochinteressant. Und ich bin auch interessiert an der Art und Weise, wie Sie damit umgehen, wie Sie Ihre jeweiligen Erfahrungen einbringen. Und ich hoffe nun auch, dass wir uns hier auch gegenseitig befruchten können und dass das Ganze nicht zu abgehoben sein wird, was ich zu sagen habe. Denn wir haben doch viele Punkte, die wir alle in unserer Praxis kennen und wo wir aufbauen können. Und ich hoffe auch, dass es dann zu einer regen Diskussion kommen wird. Sie sehen hier bei meinem ersten Slide Spuren auch. Das sind Spuren der Aborigines aus Australien. Das sind Kunstwerke, aber nicht nur. Sondern ursprünglich waren es Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung. Des Berichtens aus der Welt der Träume. Denn das gehört ja zu den mythischen Traditionen der Aborigines.
choses comme un profil. Also das ist ja ein mythisches Profil, das enthält die Geschichte, die Orte, die Begebenheiten, wichtige Dinge in der Geschichte verschiedener Clans. Und davon könnten wir uns inspirieren lassen. Ich bin auch Ethnologe, ausgebildeter Ethnologe, also daher interessiert mich das. Aber das wird natürlich uns heute nicht in der Hauptsache beschäftigen. Wir haben noch viel zu sagen zu der Frage der Spuren. Ich möchte ein visuelles Schema anbieten, das hilft beim Nachdenken. Es ist natürlich eine schematische, manchmal auch karikierende, überspitzende Darstellung, aber das hilft bei der Orientierung. Der Präsident sagte vorhin, dass wir uns orientieren müssen. Ich nenne das mal hier den kosmopolitischen Kompass. Der kann uns hilfreich sein bei der Orientierung in unseren politischen Weichenstellungen. Davon wird später noch, wenn ich auf die Daten zu sprechen komme, die Rede sein. Und damit können wir auch uns besser zurechtfinden im Leben unserer Städte, die historisch gewachsen sind, aufeinander aufbauen und wo wir aber heute noch die Möglichkeit haben, der Wahl. Sie sehen, dass es hier zwei Achsen gibt. Also das eine nennt sich die Zugehörigkeit und das Abwenden, die Distanz. Geht zurück auf einen französischen Wissenschaftler, Bruno Latour. Er erklärt, wie sich die verschiedenen Epochen, gekennzeichnet sind durch das jeweilige Loslösen von Traditionen, von Werten, dass man sich ständig loslöst, um zunehmend autonom zu werden, um sich zu emanzipieren. Diese Bewegung hält an. Also manche sagen, gehen wir doch wieder in Richtung Wertvorstellungen und andere wollen eher in Richtung Loslösung gehen. Ich selber positioniere mich nicht. Ich denke, beides hat seinen Wert, beide wissenschaftliche Positionen. Aber die öffentliche Diskussion kann hier Lösungen herausarbeiten, indem man sich inspiriert von diesen verschiedenen Positionen des Zeigers auf dem Kompass. Von oben nach unten geht es in Richtung Gewissheit und Ungewissheit. Stellinger hat dies so definiert. Also man kann daran zeigen, wie die Physiker, also die Naturwissenschaftler, die Ungewissheit auch mit berücksichtigen konnten, was ja im Widerspruch steht zu dem, was man eigentlich von der Wissenschaft verlangt, nämlich uns Gewissheiten zu verschaffen. In ihrem eigenen Modell hat die Wissenschaft die Ungewissheit mit eingearbeitet und wir haben auch einiges von ihnen zu lernen. Die Ungewissheit gehört zur Conditio Humana. Aber damit muss man leben, aber es fällt schwer. Wir selbst haben Gewissheiten, leben gern mit Gewissheiten und ertragen die Ungewissheit nur schwer. Und mit diesem Kompass haben wir schon verschiedene Möglichkeiten. Also dieses Hilfsmittel eignet sich zur Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten, vor allem wenn die Diskussion in eine Sackgasse gerät. Also es gibt hier vier Felder und man kann sich innerhalb dieser vier Felder noch genauer positionieren und dann die Diskussion in die eine oder andere Richtung lenken. Wenn ich das auf die Städte anwende, diesen Kompass, diesen historischen Kompass, sieht man, wie sich die Stadt bewegt hat, in welche Richtung. Also die Stadt als Festung, als heilige Stadt, beruht auf einer gewissen Zentralität. Die Zentralität ist der Hauptwert. Und das hat auch Spuren hinterlassen. Also man findet noch Spuren dieser historischen Festungsstadt, befestigten Stadt. Aber welche sind heute die heutigen Zentralitäten, wäre zum Beispiel eine interessante Frage, die man auch diskutieren kann, auch im Zusammenhang mit der digitalen Welt. Eine andere Entwicklungsrichtung seitdem ging in Richtung Zugänglichkeit, die Stadt als Markt. Soziologen wie zum Beispiel Henri Lefebvre vertreten, haben hierzu gearbeitet. Davon habe ich mich sehr stark inspirieren lassen. Was ist die Stadt? Und mit diesen beiden Kriterien hat man schon gewisse Anhaltspunkte darüber, was die Stadt sein kann. Und das kann man auch kombinieren, ist aber nicht immer ganz einfach dann. Also die Stadt als Markt hat verschiedene
kulturelle Höhepunkte erlebt, vor allem Ende des Mittelalters. Auch da, also da sieht man immer wieder die Marktplätze in der Stadt. Und auch in der letzten Zeit gibt es wieder auch andere Formen von Marktplätzen, die auch wieder den städtischen Rahmen verändern und neue Magnetpunkte schaffen und dadurch die Zentralität in Frage stellen. Also dieses Spannungsfeld ergibt sich daraus bei der Stadtplanung, zum Beispiel zwischen Marktplatz und Zentralität. Und das macht praktisch den Alltag der Städteplanungsagenturen aus. Aber seit einigen Jahren kann man sich auch sagen, dass wir inzwischen eine dritte Eigenschaft der Städte haben, die sich herausgebildet hat, nämlich die Stadt der Ströme und der Meinungen, also die Medien als Netzknotenpunkte. Und das ist eine neue Entwicklung, der wir noch relativ hilflos entgegenstehen, obwohl wir tagtäglich damit befasst sind und obwohl uns dies auch prägt, nämlich die Frage, die Meinung, das Klima, die Stimmung. Sloterdijk nannte das zum Beispiel Klima. Also das sind Dinge, die wir auch künftig mit berücksichtigen müssen. Also es geht im Grunde um die Rückverfolgbarkeit dieser Spuren, die hinterlassen werden. Das ist eine Schicht der Stadt, die nicht im Widerspruch zu den anderen Eigenschaften steht. Also es sind Schichten, die sich übereinander schichten, übereinander lagern. Also es gibt verschiedene Zentren, Gretel zum Beispiel, Minitel, das war zum Beispiel der Beginn meiner Laufbahn als Soziologe im Zusammenhang mit Technik, denn in Rennes, wo ich herkomme, ist der Minitel entwickelt worden. Und Gretel ist ja nun das Nachrichtensystem der DNA. Also das ist dann eine andere Richtung gewesen, eine andere technologische Richtung. Das kann man auch schon als digitale Technikbezeichnen, auch wenn es lange her ist. Das hat auch in der Soziologie immer wieder eine große Rolle gespielt. Also, da haben auch Bürger bereits Ströme produziert. Und die vierte Stadt, das ist diese kosmopolitische Stadt, wo also die Eigenschaften der verschiedenen Städte wieder neu geformt werden, neu zusammengesetzt werden. Und wo man versuchen kann, die negativen Eigenschaften dieser Städte zu vermeiden und nur die besten Eigenschaften zu kombinieren. Und diese vierte Stadt ist ganz stark geprägt durch die Datentechnik. Also nochmal zurück zum ersten Punkt, nämlich der Zentralität, zur ersten Dimension zurück. Das ist aber nicht das Grundanliegen. Also ist praktisch nie in der Städteplanung, in der digitalen Planung als solche berücksichtigt worden. Also im Grunde geht es um die Frage, wie die Macht sich sichtbar macht und wie sie sich darstellt. Und zwar im doppelten Sinne als Bild, also bildliche Darstellung und Repräsentation im Sinne von Vertretung, von Abtretung von Vollmachten. Hier sehen Sie das Bild von Leviathan. Also das Volk, das auch das Machtzentrum überborden kann. Also es gibt einen Ort, wo das Ganze zum Tragen kommt, nämlich der Ort, das Zentrum der Macht. Also dabei geht es um die Herausbildung von Entscheidungsverfahren und um die Benennung legitimierter Autoritäten. Das alles hat sich natürlich historisch ganz langsam entwickelt und das hat sich noch verstärkt durch die digitale Technik. Es ist keine Revolution, sondern eine Verstärkung all dieser Möglichkeiten durch die digitale Welt. Dadurch gibt es also eine unendliche Zahl neuer Möglichkeiten, was auch zu Spannungen führen kann. Zum Beispiel gibt es Symbolisierungstechniken. Also wer ist das Zentrum? Wo ist das Zentrum? Wie stellt sich das dar? Wie artikuliert sich das? Wie
kann man das attraktiv machen? Alors, dans les exemples, par exemple, vous connaissez ça, c'est par exemple le cas de Mumbai. Mumbai zum Beispiel, die Stadt und auch eine Art Verdichtungsraum. Da gibt es also für beide Aspekte Websites. Also welche Website setzt sich durch? Wer stellt sich hier vor allem dar? Wer hat den besten Webauftritt? Und das kann man auch zurückübertragen historisch. Zum Beispiel in Straßburg gibt es also zum einen das Rathaus als Bau und zum anderen eine Webseite der Euro-Metropole oder wie es vorher hieß, der Städtegemeinschaft. Wie setzt man das Materielle immateriell um? Welche Symbole verwendet man? Und dann gibt es eine Suchmaschine, die zum Beispiel diejenigen, die mit Straßburg zu tun haben, hierarchisch auflistet. Wir haben zum Beispiel hier Exalit, das ist zum Beispiel eine französische Suchmaschine. Ansonsten die meisten verwenden ja Google. Durch einen seltsamen historischen Prozess ist es dazu gekommen, dass diese ursprüngliche Zentralität nun auch im Netz wieder reproduziert wird, nämlich Google als großen Player im Vergleich zu kleinen anderen. Das heißt, man schafft dasselbe Problem wieder. Wir delegieren die Suchfunktion ab, um zu definieren, was in einer Stadt zentral ist. Hierarchien werden abgebildet, die sind zwangsläufig willkürlich und damit entsteht ein Erscheinungsbild von der Macht, die letztlich nicht mehr kontrollierbar ist. Und Google diktiert nun die Hierarchie dessen, was erfasst wird und die Kompetenzen zwischen den verschiedenen Institutionen. Also hier hat es eine Wandlung gegeben. Die Repräsentation der Zentralität ist also nicht mehr unbedingt so selbstverständlich und nicht so einfach. Und es entstehen Verschiebungen, die man doch hinterfragen sollte. Man kann sich also sagen, dass dieses hierarchische Modell, das von der Suchmaschine geschaffen wird, dass diese Modelle letztlich im Gegensatz stehen zu dem, was man meistens von der digitalen Welt behauptet. Man sagt, ja, Internet, das ist horizontal, es geht um Verbreitung und nicht um vertikalen Aufbau. Wo ist nun diese Horizontalität eigentlich angesiedelt? Wenn es zum Beispiel um die Macht einer Suchmaschine geht, da stellt sich zwangsläufig die Frage über den Stellenwert, den Platz der Zentralität als Autorität zum Beispiel. Also wenn man an Netzwerke denkt, sagt man sich, Autorität ist diejenige, die von anderen genannt wird, zitiert wird immer wieder. Dann hat man praktisch diesen Grad der Autorität. Wenn aber die Stadt nun nicht zentral ist, sondern ein Hub ist, ein Drehkreuz, ein Knotenpunkt, dann kann man sich sagen, ja, die Stadt könnte so ein Drehkreuz sein, das die anderen wiederum zitiert, referenziert. Sie wird dann also zur Autorität. Das ist also eine andere Perspektive. Dann würde das Zentrum eine Einheit sein, die in Richtung Horizontalität ausstrahlt. Also es ist keine reine Duplizierung klassischer Hierarchien. Aber einige meinen weiterhin, die Stadt muss vertikal ausgerichtet sein, und zwar um jeden Preis. Andere, also die Mehrheit, denkt eher in Richtung Horizontalität. Also da kann man sich schon Fragen stellen, wie es mit der künftigen Entwicklung aussehen wird. Der zweite Aspekt der Stadt, nämlich ihre Zugänglichkeit, kann man auch übertragen auf die großen Netzwerke. Ist ja immer wieder die Rede von personalisierten Zugang. Also ich hatte vorhin gesagt, Zugänglichkeit um jeden Preis, die führt natürlich wirklich auch zu katastrophalen Nebeneffekten, also zu Engpässen, siehe dieses Bild. Das sind also die Grenzen der Zugänglichkeit für alle und um jeden Preis. Also je mehr Infrastruktur man schafft, umso verstopfter wird alles. Und unterm Strich, wenn die Energie nicht teuer ist, schafft man überall
Staus, egal wie viel Struktur man neu anlegt. Hier zum Beispiel ein wirklicher dicker Knoten, der nicht mehr aufzulösen ist. Diese Frage stellt sich nicht nur für den Verkehr, sondern auch zum Zugang zur Energie. Und die Stadt hat hier natürlich eine wichtige Rolle. Sie steuert möglichst smart und intelligent den Zugang zu Energie, zu Verkehr. Also wir können natürlich weiter sagen, nein, Hauptsache großer Datendurchsatz, große Raten. Also da gibt es verschiedene Ansichten. Gleiches gilt für die Telekommunikation. Hier zum Beispiel dieses Bild, Kabelsalat durch diese Schaltzentralen, Zusammenlegung der Investitionen. So sieht es sicherlich in manchen Städten aus. Oder hier zum Beispiel drahtlose Kommunikation, dieser Antennensalat an den Fassaden. Das Ganze ist ja auch ausgereizt bis an die Grenzen, weil alle Zugang haben wollen zu Antennen, zu Kommunikation. Wenn dies aber nicht gesteuert wird, nicht geplant wird, nicht zusammengelegt wird auf intelligente Weise, entsteht dieser Wildwuchs. Und das führt natürlich auch zu unterschiedlichen medialen Bildern, denn alle, die hier verkabelt sind oder Satzschüssel haben, leben jeweils in ihrer eigenen Welt. Obwohl sie selbst zum Beispiel im selben Wohnhaus wohnen, alle zusammen, aber jeder hat seine eigenen Vorstellungen, weil er sein eigenes Medium hat. Also, diese Verdichtung ist ein neues Phänomen. Und das sieht man auch zum Beispiel bei den Infrastrukturen in der Stadt, was also hinter den Kulissen zu sehen ist. Das sind große Netzwerke, die ihre Knotenpunkte haben. Jeder will seine Infrastruktur ausbauen. Da gibt es immer Druck, um Quantität, um einfach zum Expandieren. Das kostet natürlich und dann muss man auch entscheiden. Aber so kompliziert ist es nicht. Also alle neigen zu diesem Expandieren und zur Erhöhung dieser, zum Ausbau der Infrastrukturen. Aber eine andere Politik wäre subtiler und sie würde die Digitaltechnik auch sinnvoll machen, indem sie nämlich anders verwaltet wird. Das ist der personalisierte Zugang. Und damit könnte man diese negativen Effekte dieser Massen, des Massenzugangs vermeiden. Das hieße, man hätte also Zugangsrechte, also das sieht man zum Beispiel bei Access, The Age of Access von Rifkin, geht es also nicht mehr darum, dass massenweise diese Güter bereitgestellt werden, sondern dass das Ganze fein gesteuert wird. Manchmal auch customized, also zugeschnitten auf die einzelnen Erfordernisse der jeweiligen Konsumenten. Das kann man einsetzen in der Kultur, in der Freizeit. Sie kennen ja Club zum Beispiel, Abos. Also die Bereitstellung von Material, von Infrastruktur, wodurch diese Güter nicht mehr materiell angeschafft werden, sondern Zugangsrechte werden vergeben nach gewissen Kriterien. Und das sieht also ganz anders aus als dieser Massenzugang. Es ist ja ein selektiver Zugang, Zugriff, wodurch man die Stadt anders erleben kann auf individuelle Weise. Und damit können auch neue Marktneuankömmlinge Aufgaben übernehmen bei der Datenverwaltung. Also über diese personalisierten Serviceleistungen, Dienstangebote im öffentlichen Bereich können bestimmte Betreiber Positionen erobern, die in anderen Märkten sich, in anderen Bereichen sich reproduzieren lassen. Und eine dieser Dimensionen interessiert mich besonders. Ich nenne das auf Französisch Habitel, also die mobile digitale Identität. Wir haben alle unsere Datensysteme bei uns, zum Beispiel in Form des Handys, Smartphones, als Schlüssel, Zugangsschlüssel. Aber auch wenn man den Zugang kontrolliert durch eine bewusste Politik, die abweicht von der Politik der Massen, des Massenzugangs, also auch dadurch können, selbst dadurch können Nebeneffekte auftreten, Entgleisungen.
Also die Politik, die politischen Institutionen haben hier nicht unbedingt die Handhabe darüber, die Kontrolle, sondern es gibt neue Player, neue Betreiber, die Trends kreieren durch ihr ständiges Innovieren, das also unsere Gewohnheiten ständig umkrempelt, und dadurch haben wir dann eine technische Architektur, die wir anfangs vielleicht gar nicht haben wollten. Im Bereich Sicherheit zum Beispiel, da macht man jetzt zum Beispiel hier so eine Zugangskontrolle an einem Weg mit einer entsprechenden am Gate, am Sicherheitsgate, Zugangskontrolle, und allmählich wandelt sich dann der städtische Raum. Man bringt zum Beispiel die Komponente der Überwachung mit hinein, Kameras. Kameras werden installiert, um Sicherheit zu gewährleisten, auch wenn die Bilanz in London oder anderen Großstädten nicht unbedingt überzeugend ist. Das ist so eine Anordnung, mit der dann auch die Stadt sich gerne brüstet, weil sie was für die Sicherheit tut. Und damit werden auch bestimmte Geister wieder auf den Plan gerufen, die man inzwischen für verschwunden gehalten hat. Damit die Zugangskontrolle und die Sicherheit auch als Instrument genutzt werden können, um schnell, kurzfristig Lösungen zu finden, werden eben auch digitale Spuren erforscht und ausgenutzt und verwertet. Also die städtische Entwicklung kennen wir, die historische Entwicklung, aber die heutige Stadt lebt natürlich mit diesen Spuren, schafft selber Spuren, und hier müssen wir politische Entscheidungen stellen, und das Angebot ist wesentlich diversifizierter, als man denkt. Man denkt, das sind alles Gleise, es wird innoviert, man muss diesen Trend mitmachen, wir sind immer hinterher, müssen immer noch schnell auf den fahrenden Zug aufspringen und fällt dann Entscheidung, weil man sich unter Druck fühlt. Und eigentlich hätte man etwas mehr Distanz halten können und nochmal überlegen können. Dann heißt es, ja, im Mobilfunk haben wir Verspätung, in 2 Jahren holen wir das auf. Und dann überstürzt man die Dinge und denkt nicht entsprechend langfristig nach über unsere politischen Entscheidungen. Dabei sind diese Entscheidungen gefragt. Also es heißt nicht unbedingt, dass wir unterschiedliche Wertvorstellungen haben, aber diese Wertvorstellungen müssen umgesetzt werden, architektonisch und durch unsere Entscheidungen. Dann lässt man die Ingenieure diese Entscheidungen treffen, die machen es dann einfach so, die sagen, so geht's nicht. Dann sagt sich die Bevölkerung, ja, das ist Schuld der EDV, der Datentechnik, das hört man sich ja auch oft. Also es spiegelt sich dann immer, jeder wirft sich den Ball wieder zu. Aber so ist es nicht so einfach, sondern das ist immer ein Zusammenspiel und von Entscheidungen, die getroffen wurden oder Entscheidungen, die einem aufgedrückt wurden und die man, mit denen man jetzt umgehen muss. Und daher wollte ich noch sagen, dass bei unserer Stadtpolitik mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Man muss natürlich Ideen und Alternativen hervorbringen. Zunächst einmal, wir haben hier die 4 verschiedenen Stadttypen. Da sieht man schon etwas, was sich abzeichnet. Ich gehe noch mehr ins Detail. Also ich fange jetzt unten rechts an, wo Good Old City steht. Selbst in der Ära der Smart Cities heißt es ja nicht, dass die Städte frühere Zeitalter völlig unnütz und unfähig waren. Also die Städte, die wir vor den Smart Cities kannten, die hatten andere Sensoren, anders geartete Personen. Die Politiker hier, die wissen ja, was Sensoren sind. Auch Menschen können Sensoren sein. Die wissen, was in der Gesellschaft passiert. Das können technische Sensoren sein, aber das können auch physische Sensoren sein. Menschen, die fühlen, was in einer Gesellschaft passiert. Wenn die, und auf solche Menschen müssen die Politiker hören. Dadurch gewinnt ihre Politik Gestalt.
also diese menschlichen Mittler. Also natürlich muss man sich sagen, das, was früher war, reicht vielleicht heute nicht mehr aus. Aber man darf es nicht vergessen, man muss es einbeziehen in die, in das, was man heute macht. Und das Wichtigste heute in der Entwicklung der Smart Cities ist, kommt von IBM. Die haben ja auch den Begriff Smart City geprägt, und zwar das City Command Center. Das gibt es an verschiedenen Standorten, und daran möchte ich Ihnen zeigen, wie unterschiedlich man mit Daten umgehen kann. Das ist natürlich alles digital, aber man muss sich wirklich im Detail angucken, wie man damit umgeht, weil genau das sich auf Entscheidungen und auf Alternativen auswirken kann, die Politiker haben, die Bürger haben. Wenn man sagt, ich möchte wieder die Kontrolle haben über Entscheidungen, die auf diesem Gebiet getroffen werden, muss man wissen, wie die zustande kommen, wie die Daten beschaffen sind. Sicher wissen das einige von Ihnen besser als ich, aber oft ist es so, dass die Bürger so weit nicht ins Detail gehen. Zum Beispiel hier Rom, ein Abbild ihres City Command Center, da stehen also alle Funktionen hier aufgelistet, also alle Funktionen des städtischen Lebens. Wichtig ist, dass die zentralisiert be- und verarbeitet werden. Also hier haben wir wieder diesen Begriff der Zentralität. Das heißt, wir haben ein Informationssystem, das ganz viele verschiedene Informationssysteme miteinander verknüpft, sie interoperabel macht und bestimmte Ämter und Dienststellen und so weiter auch dazu zwingt, sich umzuorganisieren, damit eben diese gigantischen Datenbanken miteinander funktionieren können. Also das sind wirklich, ist eine ganz hoch angebundene Datenverarbeitung von mit hohen Levels an Interaktion, und man arbeitet dabei mit Modellen. Modellen, die es ermöglichen zu antizipieren und Entscheidungshilfen zu geben. Das ist kein Bottom-up-Modell, das ist wirklich ein Bottom-down-Modell. Also wir schaffen dieses Modell, strukturieren die Dienststellen, strukturieren die Datenerfassung und haben dann eben auch die entsprechenden Algorithmen, die, durch die man dann entsprechende Datenserien herausgeben kann mit Risikoeinschätzung und so weiter. Das sind also solche Zentren hier, Datenzentren wie hier in Rio de Janeiro. Das ist hier so ein richtiges Schaufenster. Vorzeigeobjekt, so eine Art Houston in Rio de Janeiro. Alle sind da, alle haben Einblick in alles mit diesen vielen Bildschirmen. Man hat diesen Blick, diesen ständigen Blick auf das, was in der Stadt geschieht, und die verschiedenen Dienststellen können miteinander kooperieren und interagieren. Das ist natürlich eine Art ideales Modell. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass Disziplin herrscht und jeder sich einem bestimmten Format unterordnen muss, damit diese Daten auch wirklich erfasst und ausgewertet werden können und interoperabel sind. Solche Tabellen, solche Dashboards existieren jetzt. Sie kennen das sicher. Das fasziniert uns sicher alle in gewisser Weise, diese vielen Informationen, die man dann plötzlich auf einem Bildschirm angezeigt hat. Da denkt man, man kontrolliert die Welt. Das ist etwas ganz Tolles. Und wenn man für eine Stadt verantwortlich ist, als Politiker oder in der Verwaltung, ist das natürlich etwas Faszinierendes, diese Dashboards. Also man sieht alles und man kann alles berechnen.
Also das ist ein enormer Arbeitsaufwand natürlich. Man muss das alles aufdröseln, die Workflows, alle Parameter, die da einfließen müssen zwischen den verschiedenen Dienststellen, ist das ja auch nicht immer unbedingt homogen. Aber es ist zumindest sehr faszinierend. Das kennen wir sehr gut, denn das passiert in den Unternehmen schon seit ca. 15 Jahren mit den Enterprise Resource Planning Systemen. Also diesen computerbasierten Systemen, hier haben wir ein SAP-Beispiel, die sind ja da auch führend am Markt. Und die haben praktisch die Unternehmen mit diesem System überschwemmt. Und da müssen alle Prozesse der Unternehmen in dieses System angepasst werden. Und vieles passt da natürlich nicht rein. Das ist oft problematisch. Also alle Kategorien, die in dieses System hinein sollen, müssen angepasst werden. Also in einen bestimmten Rahmen und die Produktion selbst muss umorganisiert werden. Hier haben wir ein System, hier haben wir eine gewisse Modellintelligenz, aber es geht auch um diese Sensoren, diese vernetzten Sensoren hier. Wie auf dieser Abbildung ein Haus von oben dargestellt, das kann man auch für eine Stadt darstellen. Die verschiedenen Sensoren, die untereinander verbunden sind. Oben haben wir das Dashboard. Wir überschauen das Ganze sozusagen. Wir haben eine Art von Kontrolle dank dieser Modelle, dank dieser Modellintelligenz. Aber dahinter steht natürlich diese Anstrengung, alles zu disziplinieren und zu formatieren. Aber Sie wissen sicher, dass solche Art Disziplin und Formatierung nicht immer einfach ist. Das läuft auch manchmal aus dem Ruder und mit solchen Pannen muss das System natürlich dann auch umgehen können. Und das ist nicht immer die Stärke solcher Konzepte. Und das kennen Sie sicher hier, diese Schichten des geografischen Informationssystems. Man schneidet die Welt in Schichten und kann sie dann zusammenfügen, auseinanderziehen und hat dann eine ganz analytische Sicht der Welt, die dann eben auch eine bessere Manipulation der Welt ermöglicht mit den entsprechenden Berechnungen im Hintergrund. Ich bin zum Beispiel nach Bangalore gereist. Hier hat eine französisches Unternehmen hier diese Darstellung erstellt. Die Politiker dort hatten so etwas noch nie gesehen, eine Darstellung ihres Gebietes auf diese Weise. Und das hilft natürlich, bestimmte Überlegungen in Gang zu bringen. Natürlich ist das top-down, aber es bewirkt auch was. Das ist wirklich ein echter Beitrag, eine echte Bereicherung der Politiker, um ihr Gebiet neu zu konzipieren. Also man darf die Schlagkraft solcher Systeme nicht unterschätzen. Ich kann da auch noch einen draufsetzen sozusagen, man vergisst das oft. Eine Art Schicht, und zwar die atmosphärische Schicht, das Spektrum. Dieses Spektrum hier. Hier haben wir das Spektrum der Funkfrequenzen der Vereinigten Staaten auf dem ganzen amerikanischen Territorium. Das Territorium ist eben bis ins Kleinste reguliert. Die Funkfrequenzen werden vergeben, reguliert, überwacht. Und in Städten, Stadtregierungen beschäftigen sich mit solchen Fragen relativ wenig. Aber wir Bürger leben ja auch in diesen Räumen. Wir sind mit an bestimmte WLAN-Netze verbunden, mit Radionetzen verbunden und so weiter. Manche sagen dann, dass das sich schädlich auf die Gesundheit auswirkt. Aber auf jeden Fall leben wir in diesem Raum. Und das ist eine Art Schicht. Diese Funkfrequenzen existierten auch schon vor dem Digitalzeitalter.
Und das ist eine zusätzliche Verwaltungsschicht sozusagen für das städtische, für städtische Gebiete. Das, was ich bisher gesagt habe, war die erste Stadt, die moderne Stadt, die man überschaut, wo Daten erfasst werden, ausgehend von Modellen. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine bestimmte Politik, die auch von bestimmten Unternehmen, wie IBM zum Beispiel, kommerzialisiert wird. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Man darf nicht vergessen, dass es andere Alternativen gibt, die allerdings auch die Verarbeitung dieser Daten erfordern. Das nenne ich hier Data City gleich Google City. Ich nehme mal Google, weil die eben so mächtig sind, aber es gibt auch noch andere Player. Und diese Politik basiert zwar auf Daten, aber nicht mehr auf Modellierung. Also da gibt es nicht mehr diese Schemata mit der Vernetzung und den Interaktionen. Man erfasst Daten, bearbeitet sie parallel und stellt Korrelationen her. Und ausgehend davon stellt man Hypothesen an. Vor allem, also in der Art von Voraussagen. Also zum Beispiel, man erfasst Daten über Autofahrten zu einer bestimmten Uhrzeit oder die Belegung von Schulen zu einer bestimmten Uhrzeit und man hat dann ganz hohe Rechenkapazitäten und durch Annäherung und auch durch Erfahrungswerte, das können die Maschinen ja auch, das kann die künstliche Intelligenz ja auch, stellt man Korrelationen fest. Was bedeutet das? Man kann auf jeden Fall darauf reagieren. Das ist also etwas ganz anderes als das Modell, was auf Modellen basiert. Je vais commencer sur ce point-là en présentant la question des maps, des cartes, des Google Maps. Google Maps. Google hat massiv investiert in seine kartografischen Darstellungen. Das ist ja ein regelrechtes Reich geworden, ein Imperium, in das Google massiv investiert und natürlich entsprechende Daten erfasst. Und Geolokalisierung funktioniert wunderbar. Man hat einen bestimmten Punkt und man kann diesen Punkt mit Daten verbinden, die erfasst werden. Das ist eine ganz einfache Karte im Prinzip. Also für Geografen ist Google Maps eine Katastrophe. Aber wir haben diese Geolokalisation und kann diese Daten in großem Maßstab bearbeiten. Also Karten, kartografische Darstellungen sind ein sehr wichtiger Punkt im Übrigen. Wir statten also die Städte, aber uns selber auch mit Sensoren aus, also mit Produzenten von Spuren, von digitalen Spuren. Zum Beispiel unser Handy. Unser Handy produziert Millionen von Spuren. Und man fragt sich, wer erfasst diese Daten? Was kann man damit machen? Wie kann man sie nutzen? Weiß man, was damit passiert? Wir wissen zum Beispiel derzeit, dass 2/3 der Menschheit heute ein Handy besitzen. Das ist ein enormer Zuwachs. Das ist wirklich eine Mutation im wahrsten Sinne des Wortes. Man sagt immer, digitale Bruch, nicht die gesamte Bevölkerung ist mit Computern ausgestattet und so weiter. Aber die Ausstattung mit Handys ist enorm. Natürlich machen wir auf Handys nicht das Gleiche wie auf Computern, aber es ist ein Einstieg in die digitale Welt. Und wie gesagt, werden damit massenhaft digitale Fußspuren produziert. Also wir produzieren diese Fußspuren mit Handys, mit unseren Autos,
mit verschiedenen Smart Devices. Und daraus ergibt sich ein ganz anderes urbanes Leben. Wir können immer weiter Modelle entwickeln, aber angesichts des heutigen Booms solcher Geräte, solcher Digitalgeräte, die Spuren produzieren, ist das nicht mehr so einfach. Sogar die Betreiber sind manchmal überfordert. Die merken plötzlich, dass es da Datenlecks gibt, aber sie wissen nicht, wo die Daten hingehen. Wenn wir solche großen Wasserlecks hätten, dann wäre das schlimmer. Also das ist wirklich ein gravierendes Problem. Wir haben diese Systeme aufgebaut mit sehr vielen Daten, hoher Datenproduktion, sehr wenig Sicherheit, vielen Datenabgängen, unkontrollierten, also eine Art digitales Fukushima. Solange das noch keine Katastrophe ausgelöst hat, sind wir uns dessen vielleicht nicht bewusst, aber das kommt auf uns zu. Wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, dass man es in Betracht zieht. Hier zum Beispiel oben steht ein Tweet und unten sind alles Metadaten. All das wird natürlich erfasst und ausgewertet. Das interessiert den Nutzer vielleicht nicht so, aber all das bildet Informationen und kann ausgewertet werden, hinterlässt Spuren. Durch Twitter natürlich, aber natürlich auch durch andere, die sich diese Daten aneignen, sie auswerten und sie nutzen zu immensen Datenströmen, um eben diese genannten Korrelationen herzustellen. Natürlich kann das mit den klassischen Regulierungssystemen verbunden werden, zum Beispiel für Verkehrssteuerung. Also das ist durchaus mit älteren Systemen auch kompatibel. Aber dann haben wir kommerzielle Systeme, solche smarten Systeme, zum Beispiel Plakate, die digitalen Anzeigen, von denen man Informationen abrufen kann, ganz personifiziert. Also das Telefon wird erkannt und Sie bekommen dann auf Ihr Telefon genau die Werbung, die zu Ihren Daten passt, weil Sie irgendwann schon mal in einem Kaufhaus waren oder auf einer bestimmten Webseite, wo Ihre Daten erfasst wurden. Tom Cruise zum Beispiel ist hier mal fotografiert worden in einem Einkaufszentrum, wo er persönlich angesprochen wurde und dieses Foto hier mit diesem verwunderten bis bösen Blick ist dabei rausgekommen. Hier auch ein Bildschirm, wo die Passanten fotografiert wurden. Das hat dann aber zu rechtlichen Konsequenzen geführt und die Tafel hier wurde verboten. Also das ging dann doch zu weit. Aber man geht immer bis ans Limit. Man hat diese Sensoren. Wer kontrolliert diese Sensoren? Dieses Problem ist derzeit überhaupt noch nicht geregelt. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, alle Daten von Open Data auszuwerten. Sie haben sicher von dieser Bewegung gehört, dass in vielen Ländern angestrebt wird, dass alle öffentlichen Daten dem Bürger zur Verfügung gestellt werden. Das gibt es in vielen Ländern. Hier ein Beispiel aus Vancouver, wo massiv öffentliche Daten zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel die Kanalisierung, die Karte der öffentlichen Gebäude, die Karte der Fahrradwege, wo sich Webcams befinden und so weiter. Und das bietet natürlich bestimmten Akteuren, zum Beispiel Developern, die Möglichkeit, bestimmte Applikationen zu entwickeln, interaktive Apps, zum Beispiel hier über die Verkehrsverbindung. Und da hat ein Entwickler eine Dienstleistung rausentwickelt.
Das ist also etwas Positives. Daten werden zur Verfügung gestellt und ausgehend von diesen Daten können Unternehmen Dienstleistungen entwickeln. Dienstleistungen, die vielleicht die von der Gebietskörperschaft, von der Stadt nicht entwickelt worden wären. Also das ist so der Begleitdiskurs von solchen Entwicklungen. Aber in Wahrheit ist die Bilanz von solchen Veröffentlichungen relativ mager derzeit. Man hofft also, dass es zu einem solchen Tugendkreis kommt, aber letztlich stellt man fest, dass die Unternehmen gar nicht anspringen auf die Veröffentlichung von solchen Daten, aus verschiedenen Gründen. Denn solche Daten sind ja Fachdaten. Das sind Daten, die sich einordnen in ein größeres Umfeld. Also in einer städtischen Dienststelle, wenn dort Daten produziert werden, dann ist das ja für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel für die Müllabfuhr oder was auch immer. Und wenn man das dann einfach so ins Netz stellt, dann fehlen viele begleitende Informationen. Also die Neunutzung für andere Zwecke versteht sich nicht unbedingt von selbst. Und die Investitionskosten rechnen sich dann oft nicht. Das Problem ist dabei, dass die großen Plattformen wie Google zum Beispiel solche veröffentlichten Daten anderweitig integrieren können in andere Systeme, wo ihnen die Daten zur Verfügung stellen, zum Beispiel Google Maps. Und man kann davon ausgehen, dass das in Zukunft auch passieren wird. Also Open Data ist eine zweischneidige Sache. Wir stellen unsere Daten öffentlich ins Netz, aber wer wird sich dieser Daten bedienen und wofür? Also es ist weder völlig transparent, noch ist es selbstverständlich, weil auch Asymmetrien entstanden sind. Diese Riesenplattformen sind dazu in der Lage, diese Daten zu erfassen, auf eine andere Art und Weise, als man es sich ursprünglich vorgestellt hat, weil sie diese Modellierungsarbeit nicht brauchen. Die brauchen keine Modelle, die stellen einfach Korrelationen her, weil sie über so viele Daten verfügen und daraus erwachsen dann natürlich bestimmte Dienste und Angebote. Also diese großen Datenerfasser können entsprechend Daten erfassen, Korrelationen herstellen und eben bestimmte Art von Dienstleistungen anbieten. Dritter Aspekt ist Wikicity. Also wir haben IBM gesehen, das erste Modell. Kann IBM sein oder auch eine andere Firma, auf jeden Fall die Smart City, die eben auf Modellen beruht, und Google City oder Data City mit den Korrelationen. Und das dritte Modell ist Wikicity. Das heißt, hier tragen die Bürger selber zu den Daten bei. Sie liefern die Daten, aber sie werten die auch selber aus. Das hat, glaube ich, auch Valérie Peugeot schon im Detail ausgeführt. Auf jeden Fall wichtig ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn man sich für nur eins dieser Modelle entscheidet, schaltet man von vornherein die anderen aus. Man kann nicht alle drei Modelle gleichzeitig durchführen. Aber wichtig wäre, dass das Ökosystem der städtischen Daten ganz sehr stark diversifiziert sein müsste und dass man die Vorteile, die Tugenden dieser verschiedenen Modelle nutzen kann. Aber leider ist es so, wenn man ganz stark in das eine Modell investiert, hat man nicht mehr genügend Mittel, um die
Vielfalt zu fördern. Aber Förderung der Vielfalt müsste eine ständige politische Strategie sein, egal für welches Unternehmen man sich entschieden hat. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was leider nicht oft genug bedacht wird. Oft ist es Wikicity gegen IBM. So sollte es nicht sein. Aber es ist eben oft so, dass die Investitionen in ein Modell so hoch sind, dass die anderen Modelle ausgeschaltet werden. Man ist dann in eingefahrenen Gleisen und kommt nicht mehr raus. Also es geht eben nicht darum, immer nur auf die Gefahren des einen oder anderen Systems hinzuweisen, sondern eher auf die Gefahr der Monopolisierung, diese Gefahr, in diesen eingefahrenen Gleisen zu bleiben und eben keine Vielfalt zu haben. Hier haben wir Websites, die dem Rechnung tragen, die das abbilden, die mit öffentlichen Daten betrieben werden, hier zum Beispiel aus New York mit einfachen Apps, die da entwickelt wurden. Da können die New Yorker melden, wenn sie irgendwelche ganz konkreten Probleme in ihrer Stadt angetroffen haben. Aber natürlich muss die Stadt dann auch dazu in der Lage sein, zu reagieren. Also die Daten, die Meldungen müssen bearbeitet werden und man muss darauf reagieren. Ich gebe da nur sehr wenige Beispiele, das hat Valérie Peugeot auch gemacht, vor mir schon. Aber vieles ist hier möglich und man muss dann eben eine entsprechende Politik haben, um das zu gewichten. Und wir, die Forscher, die wir mit solchen Daten umgehen, wir stehen unter dem Druck dieser Daten. Das Modell, wo gesagt wird, wir kümmern uns nur um die Korrelationen, die Ursachen, die Gründe sind uns egal, wir erarbeiten keine großen Hypothesen mehr. Das hat jemand mal das Ende der Theorie, Liz Anderson hat das so genannt. Theorie brauchen wir nicht mehr. Wir berechnen mit enormen Datenmassen, mit den entsprechenden Algorithmen und Erfahrungswerten und dann finden wir Lösungen ausgehend von da. Das ist genau der Punkt heute, sogar in den Gesellschaftswissenschaften. Man sucht nicht mehr erst nach Erklärungen, sondern man sucht sofort nach Lösungen. Man sagt, morgen, nächste Woche möchte ich Lösungen in den Unternehmen, in der Finanzwelt natürlich sowieso. Und langsam dringt diese Mentalität auch in die politische Welt ein, sofort Lösungen zu finden. Wenn dieses Korrelationsmodell Lösungen produziert, vielleicht nicht die Ideallösungen, aber zumindest verwertbare Lösungen, auch wenn man die Gründe nicht weiß oder die Ursachen, warum so eine Korrelation existiert, dann sind einem die Lösungen einfach wichtiger als solche Erklärungen. Die Sozialwissenschaften, und ich habe hier wieder eine Tabelle, die wir auch bei einem Seminar in der Stiftung Sciences de l'Homme in Paris verwendet haben, über die dritte Generation von Sozialwissenschaften. Also wir hatten die erste Generation, da gab es Volkszählungen. Da ging es darum, die gesamte Gesellschaft zu erfassen. Und darauf basierten dann natürlich auch die ersten statistischen Modelle. Sehr leistungsfähig, die funktionierten gut. Und das wurde von den Staaten gesteuert. Dann kam 1936, kann man genau datieren mit Gallup, die Umfragen. Und da wurde praktisch die öffentliche Meinung erfunden. Das hat dann eine Weile gedauert, bis das funktionierte. Aber jetzt sagt man eben, okay, wir haben die öffentliche Meinung, aber das sind Umfragen. Aber letztlich funktioniert das, das hat Sinn, jeder interessiert sich dafür und jeder arbeitet damit. Und diese öffentliche Meinung existierte vor allem dann auch über die Massenmedien und im Hintergrund schon etwas die Marken mit den Marktstudien. Und inzwischen ist ein anderes Element hinzugekommen, das sind die Spuren, die erfasst werden können und die von den Marken getragen werden.
über die Plattformen, die betrieben werden von, wie ich es vorhin sagte, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter. Diese Plattformen erzeugen also Spuren, die es den Marken dann ermöglichen, die User zu verfolgen, nachzuverfolgen. Also diese Unmasse von Daten, für die sich die Sozialwissenschaften interessieren müssten, aber diese Daten funktionieren anders. Da gibt es keine Erklärungen mehr, da gibt es keine Repräsentativität mehr, aber dafür gibt es die Rückverfolgbarkeit. Und das ist natürlich auch ein Gewinn. Natürlich verliert man unterwegs die Repräsentativität. Die kann man vergessen. Der Preis ist also relativ hoch. Und hier haben wir eine Herausforderung, denn all jene, die heute versuchen, den Politikern dabei zu helfen, die Gesellschaft zu verstehen, also diese gesamte Reflexionsarbeit ist ja eine wichtige gesellschaftliche Funktion, also all jene sind derzeit bedroht, und zwar durch die große Rechenkapazität von Big Data. Also man kann in Zukunft durchaus sagen, verzichten wir auf Erklärungen, nehmen wir die Berechnungen aufgrund dieser Spuren und finden wir Lösungen. Aber ich sage, die Sozialwissenschaften können sich umstellen und können weiterhin ihre Reflexionsarbeit leisten. Aber das ist natürlich eine Herausforderung und noch dazu auch für meinen eigenen Berufsstand. Das ist zwar sehr ich-bezogen, was ich hier sage, aber ich denke, es ist darüber hinaus natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung. Ich wollte Ihnen also nicht nur meine Existenzängste hier mitteilen, sondern Ihnen mehrere Wege aufzeigen in diesem Bereich, mehrere Möglichkeiten nachzudenken, und darum geht es, dass man sich diese Möglichkeiten nicht verschließt und nicht auf vorgezeichneten Wegen, auf vorgezeichneten Schienen geht, die noch dazu von anderen vorgezeichnet wurden.